gib das Modul und das Argument von minus Quadratwurzel von 3 plus i. Nennen wir diese komplexe Zahl z. Dann ist das Modul von z die Quadratwurzel von Realteil im Quadrat plus Imaginärteil im Quadrat. Der Imaginärteil ist die Vorzahl von i, also 1. Und diese Quadratwurzel ergibt 2. Jetzt suchen wir noch das Argument. Dazu arbeiten wir in dieser komplexen Ebene. Da der Punkt, der diese Zahl z darstellt, als Modul 2 hat, muss dieser Punkt sich auf diesem blauen Kreis befinden, mit Zentrum 0, 0 und Radius 2. Die Ordinate von der Zahl ist 1, also da. Und die Abszisse ist streng negativ. Also ziehen wir von diesem Punkt eine Horizontale nach links bis zum Schnittpunkt mit diesem blauen Kreis. Und somit finden wir den Punkt, der diese komplexe Zahl z darstellt. Und die Abszisse beträgt minus Quadratwurzel von 3. Das Argument von der komplexen Zahl z, das ist dieser Winkel phi, und der ist offensichtlich pi minus pi Sechstel, also 5 pi Sechstel.